Mein Name ist Matthias von Schramm und ich bin auf der Suche nach einem Display-Foto, welches ich heute vorstellen soll. Es befindet sich aber nicht hier. Ich befinde mich nicht zu Hause. Ich muss jetzt gleich in die S-Bahn steigen, nach Hause fahren und dort das Bild dann finden im Rechner von einem gewissen Kai. Und dann kann es losgehen. Auf dem Weg dahin werde ich noch die eine oder andere Beschwerlichkeit erleben. Ja, und sicherlich auch über den Sinn und Unsinn des Display-Fotos, also der Display-Fotografie nachdenken. Die Display-Fotografie ist ja in die Mode gekommen, wurde ja irgendwann auch revolutionär direkt zu einer Zeit, als die Displays auf den digitalen Datenträgern, Kästen, als die quasi groß genug wurden, dass man sie auch abbilden konnte. Am Anfang waren sie ja so klein, dass man quasi, dass es sie überhaupt nicht gelohnt hat. Aber irgendwann wurden sie groß und dann konnte man Displayfotos machen und dadurch philosophische Doppeldeutigkeiten erreichen. So sieht es nämlich aus. Ja, ich bin jetzt noch irgendwie hier kurz unterwegs und werde mir gleich das Bild anschauen zu Hause. Bin etwas verspätet, ich weiß, aber so ist es nun mal. Das ist ja nicht ganz einfach, sozusagen. Ja, wir lauschen diese alberne Musik eines lustigen Knaben, da gehen wir natürlich vorbei und geben kein Geld. So, ja, dann bis gleich. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Also, das ist ja ein wieder unheimlich langer Titel hier. Also, Kaffeesahne, Mietz, Bierflaschen in Landschaftsaufnahme von Kai Wesolowski. Gut. Also, wir sehen das Display einer digitalen Kompaktkamera, fotografiert mit einer Spiegelreflexkamera. Er sagte mir auch noch, dass man das die Kamera nennen könnte, so, aber ich habe ihm gleich gesagt, das ist mir total wurscht, weil bei Digital Spiegelreflex und so weiter, da die Marken zu nennen, das ist ja nicht so schön. Das kann man ja lieber bei analogen machen, finde ich. Ja, das Bild ist in Monochrom gestaltet. Das ist natürlich eine Anti-Ästhetik zum Digitalen. So. Und dadurch kommt hier was Ambivalentes zutage. Man sieht schöne Hände, man sieht eine kleine Kamera und man sieht Kaffeesahne, eine Kaffeesahne-Aufschrift im Kleinen in dem Display und man sieht Bierflaschen. Ja. Also, das ist sozusagen, ich habe ja vorhin schon irgendwie leicht erwähnt, was das bedeutet, die Ästhetik der Displayfotografie. Man kann letztendlich sagen, das ist wie Theater im Theater, das Foto im Foto. Ja? Wobei das ja nur Daten erstmal sind, die man auf dem Display sieht und auch noch nicht unbedingt eine fertige Fotografie. Und also letztendlich ist es Anschein. Und das macht es so ein bisschen doppeldeutig. Das Bild ist ganz schön.
Aber es ist natürlich so, dass die Displayfotografie, wie ich schon sagte, revolutionär wurde. Jeder hat es getan, jeder hat irgendwie gedacht, er muss eine Idee haben. Man hat das Handy-Display abfotografiert, man hat alles Mögliche gemacht. Und letztendlich hat sich diese Ästhetik bei den vielen Menschen, die auch ernsthaft oder weniger ernsthaft, lustig oder weniger lustig fotografieren, nicht so durchgesetzt. Darum war es sehr nett und sehr mutig und sehr beispielhaft, dass der Kai mir dieses Bild zur Verfügung gestellt hat. Denn jetzt kann man mal wieder sowas sehen, ein Displayfoto. Schon lange nicht mehr gesehen wahrscheinlich. Besonders so Buddies von mir, die ja sagen dann, ja, nee, lass mal. Schickt mir Fotos. Und tschüss. Poppenbüttel, this train terminates here. All change, please.